Meine Damen und Herren, das ist Gnangnip und herzlich willkommen zurück in Broville. Ich markiere jetzt hier mal kurz den suizidial gefährdeten Hartz-IV-Empfänger und springe da hinunter in diesen Brunnen, wenn ich das schaffe. Und ja, wünscht mir Glück. Ah! Shit. Das war blöd. Ich hätte es fast geschafft, wisst ihr? Also ich hatte auf jeden Fall nicht genügend Geschwindigkeit, aber wie gesagt, Minecraft ist kein Rennspiel. Da kann man nichts tun. Gut, wohin geht's denn? Ich respawne also hier. Hier ist mein offizieller Spawning-Punkt. Wie schön. Ich liebe es. Ja, unser nächstes Etappenziel ist ja der Fernsehturm. Oder zuerst mal dieses Gebäude hier, was mich da so ein wenig seltsam anblickt. Und ich denke mal, dass das... Obwohl, es ist nicht so interessant. Es ist eher so die Fortress. Ich denke mal, was könnte man da drin erwarten? Wer sitzt hier wohl? Mal sehen. Ach, das ist also die Kirche. Hier kann man dann predigen. Ich predige hier mal ein bisschen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Zu euch allen. Gott ist böse und stinkt. So. Danke dafür. Wir gehen wieder hinaus und suchen uns den Fernsehturm. Dazu möchte ich eigentlich irgendwo hin, wo ich ihn auch sehen kann. Weil hier ist scheinbar eher so der Vorort, wo ein paar Leute rumstänkern. Ach, wir haben zu wenig Geld und ein öffentlicher Park, wie schön. Ich mag öffentliche Perke, weil, ja, sie haben einen gewissen... Oh mein Gott, The Abandoned Gallery. Ah, Abandoned. Hier ist also die Galerie des Abandonen, was auch immer Abandoned heißt. Das könnte ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, also normalerweise... Weiß ich das dann schon irgendwie? Nur diesmal nicht. Nur diesmal fällt mir partout kein Wort ein. Oh mein Gott, hier scheint, ja, das der Fluss zu sein. Wie nenne ich diesen Fluss? Ich denke, er heißt, ach, ich weiß nicht genau. Ja, wahrscheinlich ist es der Broville River oder der Bro River oder der Briver. Briver, ich glaube, das ist schmissig. Das kann man hernehmen, Briver. Da oben sehe ich eine Kiste. Ich möchte natürlich eigentlich zur Kiste, aber eigentlich auch wieder nicht. Aber hier ist eine Kiste. Oh mein Gott, TNT, Diamanten, wie ich es liebe. So, gut, nochmal in dieses Ding rein. Ja, langsam werden wir doch mit wertvollen Dingen beladen. Was könnte ich da jetzt draus machen? Vielleicht die Ultra-TNT, ja, Diamantbombe, aber das werde ich natürlich nicht tun. Denn es gibt sie bekanntlich nicht. War da gerade ein Dungeon unter mir? Naja, eigentlich wollte ich ja zum Bro Tower. Oh, also nicht zum Bro Tower, sondern zum Fernsehturm. Und dazu bräuchte ich halt mal eine Höhe erhöhte... Hier. There were some cacti. Here, now it's gone. Ach so, also er will uns quasi darauf hinweisen, dass da ein paar Kakteen waren. Aber sie sind nun weg. Sie sind gestorben, sie wurden nicht vernünftig gepflegt. Da hinten sehe ich den Fernsehturm, also einfach der Nase nach gegen die Hauswand. Aber das werden wir natürlich nicht tun. Was ist das denn für ein Haus? Da hat wohl jemand einen Innenarchitekten angeheuert, aber wir können auch einfach das hinter uns lassen. Oh mein Gott, Kellergewölbe. Doch nicht. Einfach bloß ein weiteres Level der Stadt. Gehe ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Ja, durchaus. Wir gehen zu diesem Fernsehturm, gleich neben dem Bro Tower, da wo wir runtergesprungen haben, Wir haben voll runtergesprungen, nein, aber natürlich gehört das einfach dazu, auch mal den Fernsehturm zu besichtigen, um einfach mal so ein bisschen reinzugucken, mal zu sehen, wie die so zum Beispiel Bro TV ja, produzieren. Ist immer sehr interessant. Ich denke mal, da hat jeder Sender seinen eigenen Stock. Und das werden wir uns jetzt einfach mal ansehen. Das erinnert mich stark an das Sat1, beziehungsweise eigentlich nicht Sat1, sondern das ZDF-Gebäude. Die haben nämlich auch so ein... Ah, da pflanzt wohl jemand illegale Sachen an. Ich hab's doch kommen sehen, aber das ist nicht der Fernsehturm. Ich möchte ja eigentlich zum Fernsehturm, aber natürlich möchte ich auch eigentlich mal wieder ein bisschen Zuckerrohr abgreifen. Versteht ihr, was ich meine? Bisschen high werden. Ach Gott, oh Gott, ja, hier baut wohl jemand, ja, das ist natürlich wirklich ein sehr gutes Versteck, wenn da mal die Behörden vorbeikommen, aber ich glaube, die Behörden sind nicht ganz so clean, wie sie so tun. Aber wisst ihr was, ich kann jetzt auch einfach mal ein bisschen was nehmen, dann werde ich vielleicht ein bisschen high. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die richtige Taste drücke währenddessen.
Verdammt, das war nicht die richtige Taste, aber es ist natürlich sinneserweiternd, wenn man so etwas isst. Ich werfe das mal kurz weg und tu so, als würde ich es essen. Und jetzt, das ist der Bro Tower und das ist der Fernsehturm, nehme ich an. Oder ist er es nicht? Oder ist es doch? Oder ist es nicht? Ist das der Fernsehturm? Habe ich da eine Spitze gesehen? Aber ich denke nicht, das ist das Seltsame dran. Wo ist der Fernsehturm? Wo ist der Fernsehturm? Ich könnte es eigentlich auch mal wieder ausmachen hier. Was macht eigentlich F6? Naja, scheinbar nichts. Das macht auf jeden Fall das hier. F7 macht nichts. F8. Jetzt habe ich den besoffenen Modus. Oh Gott, ich bin... Ich kotze dir gleich ins Gesicht. Aber natürlich nicht, meine Liebe. Beruhig dich. So. F7 war es, genau. So, F7. Drücken Sie bitte F7, um den besoffenen Modus ein- oder auszuschalten. Toggle the... Tja, wo ist denn die Spitze des Gebäudes hin, das ich suche? Ja, da sind wieder Schiffchen, aber... Ach, das ist das Gebäude. Merkt euch, das, auf das ich jetzt gerade gezeigt habe. Also eigentlich muss ich es ja mir bloß merken, denn ich muss ja hinfinden in Broville. Oh mein Gott, Schilder zu lesen. Ah, da ist die U-Bahn wahrscheinlich. Mal sehen. Ja, was ich habe ich erwartet. Tickets and Information. Ja, das werde ich mir dann später mal angucken. Da werde ich ein bisschen mit der U-Bahn fahren. Das gehört ja auch dazu. Wenn man in der Stadt ist, muss man unbedingt die U-Bahn besichtigen. Denn in der U-Bahn entscheidet sich schon das, ja, das Gefährlichkeitsrisiko der Stadt. Let's take you back to the concrete streets. Original beats with real life MC's playground. Tactics, no rabbit in a hat trick, just that classic. Aha. Rap shit from Jurassic 5. Ah, toll. Schön, das zu wissen. Das ist auf jeden Fall das Haus, das wir suchen. Da waren wir doch drin, oder nicht? Doch, das war sogar. Wir waren schon im richtigen Haus, Freunde. Nur, ich habe es nicht als dieses erkannt. Tja, ist das nicht traurig? Ja, hier ist jetzt der Broville Channel Nummer 1. Hier sind Besprechungsräume und ja, ein Bett für den Hausmeister. Wupp. Was ist wohl in dieser Tür? Ja, es gibt auch hier wieder ein Doppelbett. Da wohnt der Betreiber des Channels drin. Und hier, wie sieht das hier aus? Ah, genau, hier sind die Dreharbeiten, hier haben sie normalerweise ein Greenscreen hängen. Und die Kameras haben sie dann unten irgendwo in der Kanalisation versteckt, damit sie auch keiner sehen kann. Ja, hier ist dann der nächste Channel, hier haben sie eine kleine Bank, hier ist wieder der Platz für den Helden, der den Channel besitzt. Auch wieder hier der Hausmeister für diesen Stock. Dieses Haus ist so riesig, dass es wirklich für jeden Stock einen Hausmeister geben muss, um das alles verwalten zu können. Hier, das ist ja, so eine Art aufgestellte Sache für Fernsehsendungen, in denen es wirklich um das Schlafen geht. So, wo geht's hier lang? Ich bin wieder da. Detect Clothing.com, Detect Clothing.com, Google Detect Clothing, check the Facebook-Page for more. Das werden wir natürlich nicht machen. Wohin geht's denn hier? Ja, das sieht alles recht gleich aus. Ich möchte natürlich noch auf die oberste Plattform, um mir ein bisschen den Rest anzusehen. So. Wohin geht es hier wohl? Mal sehen. Hier geht es noch einen Stock hoch. Was ist denn hier? Apartment. Ach so, hier scheint dann die Apartment-Ebene anzufangen. Apartment 7. Oh mein Gott, das sieht auch schick aus. Ja, das sind dann eher die großen Lofte, in denen man so wohnt. Apartment. So, dann geht's mal hier hoch und hier hoch. Roof Access. Ja, das will ich natürlich ha hoffen und haben. Oh, wie schön. Ist das nicht hübsch? Das ist scheinbar die Spitze. Dort senden sie dann ihre Sendungen, wenn sie nicht gerade irgendwo wohnen, wo keiner hin möchte. Da ist der Bro Tower. Bro Corp. Jetzt habe ich gelesen, was da steht. So, Huhn, stirb für mich. Stirb für, keine Ahnung, mich. Für Gnagen-LP. So. Tja, jetzt hast du auch noch eine Feder gelassen. Ja, okay, ich sollte jetzt eigentlich kein Rooftop. Top Massacre anrichten, sondern eher mal hier hochklettern. Oh, Freunde. Wir sind schon fast an der Spitze. Gibt es da nochmal einen Kletter?
einen Klettersteig, eine Möglichkeit des Kletterns, aber ich denke nicht, es scheint nicht so. Ah doch, in der Mitte. Tatsächlich gibt es da noch die Möglichkeit hochzuklettern. Mal sehen. Ach, verdammt, die hatten wahrscheinlich noch eine andere Minecraft-Version. Verdammt, wie konnten die das auslassen? Ich komme jetzt auch nicht einfach so an irgendwelche Teile. Obwohl doch. So. Weil, wie gesagt, man muss ja dann einfach bloß noch hüpfen. Ach, die Wolken, die lenken mich hier leicht ab. Oder beziehungsweise die stören mich so ein bisschen. So, dann müssen wir jetzt mal ausbessern, was die hier falsch gemacht haben. Ach, deshalb konnten die hier nichts bauen. Wegen der dämlichen. Oh Gott, Fackel. So, und lasst mich hier eine Leiter hinbauen. Jetzt kommen wir auch auf den Turm hoch. Ist das nicht schön? Ach, mein Gott, und langsam geht die Sonne unter und es wird richtig schön gemütlich in. Ja, in dieser schönen Stadt. Jetzt können wir uns einfach auch mal ein bisschen umsehen. Das Letzte, was wir tun werden, wir werden jetzt nicht all diese Häuser begutachten, ist dieses Haus hier anzugucken und nach einem kurzen Schnitt dorthin zu kommen. Ja. So, und dafür, um jetzt da mal hinzukommen, jetzt muss ich mir mal kurz suchen, wo ich runterspringen könnte, ohne zu sterben. Aber scheinbar gibt es so etwas nicht. Ich könnte mir natürlich jetzt Schuhe anziehen und vielleicht überleben. Oder jetzt erstmal auf diesen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ob ich da wohl runterfalle oder ob ich da wohl sterbe, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Ja, natürlich sterbe ich und schaffe es nicht. Aber trotzdem, wenn ich das hier ein bisschen optimiere, die Situation, dann vielleicht. Dann könnte ich es vielleicht überleben. Ich könnte mir natürlich auch eine Rüstung bauen, aber aus was? Ich hab ja nichts mehr. Ich habe ja nichts mehr. Oh mein Gott. So. Anlauf nehmen. Wirklich zum Maximum. Und. Damn it. Na super. Obwohl, wir gehen jetzt einfach bloß noch zum Monumentum. Und ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sehen uns. Bis dahin. Da bin ich wieder. Wir fahren gerade U-Bahn. Und das funktioniert nicht richtig. Ich werde zwar hier verfolgt von irgend so einem Ding, aber das, tja. Es funktioniert nicht. Ich werde nicht schnell genug. Obwohl, es stößt mich weg. Immerhin das funktioniert. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt ein bisschen U-Bahn. Wir werden jetzt zur Detect-Station fahren. Was ist denn hier los? Ah, da war jetzt gerade auch eine Station, da hätte ich jetzt aussteigen können, aber werde natürlich nicht tun. Now, Detect, bla bla bla, bla bla bla, nächste Station. Ich guck mal, was in der nächsten Station so ist, aber eigentlich muss ich ja stadtauswärts nach was auch immer. Washington Monument, aber eigentlich nicht, weil wir sind ja nicht in Washington, sondern in Browell. Also wahrscheinlich das Brow Monument. Gekennzeichnet durch eine gigantische Steinstatue, die eine Axt darstellt, die geschwungen wird. Und ja, so ist das wohl. Was ist denn hier los? Tja, Bitches-Station. Aber ich denke, das ist noch nicht die richtige. Wir fahren jetzt bis zum Ende. Und ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Und da bin ich wieder. Oh, und ich höre Rauschen. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich höre Brenngeräusche. Und hinter mir immer noch mein Freund und Helfer. Der Baum. So, jetzt steige ich hier mal aus und sehe mal, was es hier so zu exploren gibt. Weil hier, das ist scheinbar die Endstation. Und es regnet wie aus Kübeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier bin ich gestorben. Schön. Hey, wir sind wieder dort, wo ich gestorben bin. Ist das nicht toll? Dann können wir uns jetzt doch noch den Kübelbau da anschauen. Und ich weiß noch gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich werde jetzt keine Drogen nehmen, weil es gehört einfach nicht zum guten Ton. Versteht ihr? Naja, Bro Bill, was wohl hier so passiert ist bisher. Es sieht alles so wie nach Zombie-Apokalypse aus. Versteht ihr mich? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da scheint auch irgendwas passiert zu sein. Was ist denn hier? Hm.
So, mal sehen. Enttäuscht mich jetzt gerade ein bisschen, weil ich so eine schlechte... Dass ich mich so schlecht zurechtfinde. In Broville. Ist ja auch nicht gut ausgeschildert, also das muss man natürlich dazu sagen. Naja, ich denke mal da lang. Aber ich weiß es nicht. Oh mein Gott, also dieses Heulen der Winde, das ich da vernehme. Ah, hier geht's schön in den Wald. Ich mag den Wald. Ich mag, dass es jetzt langsam wieder hell wird, Freunde. Wow. Das hat's gebracht, ich weiß. Durchaus. So, hier mal an den Wegesrand, weil sonst fürchte ich mich nämlich... Oh Gott, hier sind Plantagen. Ja, ich bin ja kein Dieb. Nee. Seid nicht beunruhigt, ich hol mir bloß Zeug. So, ich gehe dann wieder, ne? Und zurück hierhin. Was ist denn hier los? Ah, hier wird wieder illegal Zeug angepflanzt. Das habe ich doch schon kommen sehen. Oh mein Gott. Jetzt bin ich hier irgendwo runtergefallen. Oh mein Gott. Ich will das Bro-Anwesen sehen. Was ist das denn da hinten? Für ein Ding. Wo ist das Bro? Das Bro-Monument. Hallo. Hallo, Huhn. Wie geht's dir? So, mein Gott. Da! Das ist Bro Monument! Und das, also mit dem Blick auf den Bro, auf das Bro Monument, werde ich dann auch den Part beenden. Ja, war schöne Entspannung in Broville und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich muss mich jetzt hier bloß noch nach oben treiben lassen. So wie man es eben tut, wenn man sich irgendwo hochtreiben lässt. Und zwar in Wasser. Funktioniert ja immer. Normalerweise muss man da ein bisschen rudern. Hier scheint es auch lang zu gehen, lustigerweise. Tja. Ach, doch noch mehr zu entdecken, als ich gedacht hätte. Oh mein Gott. Ja, hier werden religiöse Praktiken getrieben, die weit über das Kirchliche und Christliche herausgehen. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Da wäre ich jetzt fast reingefallen. Aber natürlich eigentlich nicht. Ach, die Musik, die unterstreicht das so schön. Die macht alles gleich viel epischer oder gleich viel passender. So viel Minecraft-mäßiger und... Genau wegen solchen Maps liebe ich Minecraft. Deswegen spiele ich gerne Minecraft. Das ist einfach eine, wenn man sowas baut, ist das eine Liebeserklärung an dieses Spiel, an dieses geniale Ideenreichtum, an diesen genialen Ideenreichtum, die eben die Menschheit so hat. So, the great Soviet Union will live through the ages of dream of the ages the dream of people. Oh mein Gott. Their fortress secure. Was auch immer. Ich kann es jetzt nicht richtig lesen, aber das ist das Bro Monument, oder auf jeden Fall nenne ich es ja so. Und es markiert einfach die Hoffnung, dass Minecraft nie aussterben wird. Danke.